mein Name ist Vollidiot. Leute, passend zur Saison hat das Osterhäschen mal wieder so einen ordentlichen Okolyten ins Nest gedroppt. Ist das geil? Ich bin ja seit jeher auf der Suche nach Indie-Horror-Games mit interessanten Konzepten. Und das Indie-Horror-Genre die meiste Zeit so: Weißt du was, Sif? Du kannst mich im Arsch lecken! Du hast den FNAF-Fangame. Boah, geil! Aber ich spiel's nicht. Erst macht sie mich geil, ja. Macht mich geil und dann irgendwie lässt sie mich abblitzen, ja. FNAF darf man nicht sagen. Zumindest nicht, wenn der Meister zurück ist. Ich meine, jeder mit zwei Augen im Kopf wird erkannt haben, was ich bereits in der Titulierung dieses Videos herausragend ausformulierte. Oder anders gesagt, Raphael Brasa, der... Raphael Brasa des Indie-Horror hat tatsächlich ein neues Game rausgeschlonzt. Und alle Welt so: Ja, ich bin hart. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid, wenn sich überlegene Kreativität mit traditioneller Handwerkskunst vereint und ein Erlebnis schaffen, wo dir glatt die Eier vom Strauch fliegen. Experten rätseln noch immer, von welchem Horrorfilm aus dem Jahre 2003 denn dieses Game inspiriert sein könnte, aber wir spekulieren weniger, sondern spielen mehr. Use Headphones! Okay, Mom. Ich meine, wir wissen eh, was uns erwartet, oder? Jedes Raphael Brasa Game beginnt nämlich ganz klassisch mit dieser kleinen grünen Box samt Zahlenschloss davor. Ja. Es fühlt sich jedes Mal an, wie nach Hause zu kommen nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag und sich so zu denken: Mann, hier ist aber auch alles reichlich beschissen. Aber ich sag euch eins, ja? Wo wir gerade beim Feste sind. Hätte Jesus damals schon Raphael Brasa Games gezockt, Alter, der wäre heute noch in seiner Höhle. Der hätte nämlich das Himmelreich auf Erden gefunden, Alter. Spaß, bis ich die Balken biegen, ey. Was bin ich denn hier schon wieder in so einer übelsten Bruchbude, Alter? Was ist denn das? Ist mein Ernst, Alter? Oh, Leute, der technologische Fortschritt, der hat definitiv auf jeden Fall schon Einzug gehalten und belebt die sonst recht karge Tristesse. Oder anders gesagt, ist übrigens die Director's Cut Edition, ja, kommt von Hause aus nicht mit 60 FPS, sondern nur mit 30, ja. Da musste ein bisschen was zensiert werden. Ja, die Entscheidung, die hat man im Studio Brasa getroffen, nachdem einige Leute geistig durchgeknallt sind, weil das Spiel in 60 FPS einfach so unglaublich krass wirkte, dass die Leute zwischen Game und Realität nicht mehr unterscheiden konnten. Halt dieser Plastik-VHS-Player, der feiert die Kerzen hier oben drauf auch richtig krass ab. Weil, was soll schon schief gehen hier, oder? Du hast keine Videotapes. Okay, Mom. Leute, ich verstehe es schon wieder nicht. Bei der Bude hättest du dir auch einfach Fenster sparen können. Ich meine, reichlich frische Luft scheint hier irgendwie inklusive zu sein. Würde mich halt auch nicht wundern, wenn ich nachts in meiner Küche immer mal so eine Wildschweinfamilie verscheuchen muss oder sowas in der Art. Oh Gott. Ah, hier geht's ein. Da ist sie! Da ist die Box! Ich hab's gewusst. Der Typ, der enttäuscht mich halt einfach nie, weißt du? Das macht er absichtlich, damit man sich sicher fühlt. Ja, erstmal so ein bisschen so ein heimeliges Feeling verbreiten, ja, bevor es dann richtig losgeht und der Terror sich über uns entlädt. So, warte, was haben wir hier? Nee, das ist aber kein Zahlenschloss. Was für ein Haufen Pferdeäpfel ist das denn bitte? Einfach nur ein paar random Symbole? X, Dreiecke, irgendwelche Striche, Kreise, Swastika, muss natürlich auch mit am Start sein. Ich meine, warum auch nicht? Weißt du, was mir jetzt noch fehlt so für dieses richtige Wohlgefühl, Alter? Das Telefon! Ja, genau! Pass auf, Leute. Es ist wie Mozart, Alter. Oh, ich hab's vermisst. Dass der halt auch einfach mal die Dreistigkeit besitzt, irgendwie immer das gleiche Spiel zu machen. Ich weiß auch nicht. Einfach bloß ein Konglomerat an Fischkonserven. Naja, für abwechslungsreiche Ernährung ist dann auf jeden Fall gesorgt. Es ist verschlossen. Für den Schlüssel. Ja. Ich frage mich, wo der ist. Du auch? Was haben wir denn hier noch Schönes? Die hauseigene Bibliothek, oder? Hi! Okay, das war nicht die Wildschweinfamilie. Auch wenn es sich danach angehört hat. Das war doch schon wieder dieses Model, oder? Der hat das nur lackiert, Alter. Mal kurz zur Kfz-Werkstatt ein bisschen Folie drüber gezogen. Komm, das kannst du mir doch nicht erzählen. Der hat die angemalt. Also die, den. Ja, ihr wisst schon. Och nee, och nee. Ah ja, hier muss ich auch rein, ne? Die Tür ist verschlossen. Typisch in meinem Haus. Ach, hier ist das Zahlenschloss. Warte mal. Okay, gut. Da haben wir es, ne? Jetzt muss man nämlich halt irgendwie irgendwo so eine Notiz finden und da steht dann der Code drauf. Warte, ich kenne das schon alles. Pass mal auf. Da ist schon mal der Zettel.
Uno momento, da. Ja, mein dreijähriger Cousin, der hat sich da mal wieder kreativ betätigt. Also zwei und was ist das? Ja, vier oder sechs Striche? Keine Ahnung, vier wahrscheinlich. Und sechs. Das Geile ist, du fühlst dich halt immer ein bisschen schlauer nach diesem Spielen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. So, pass mal auf. Das war jetzt zwei, vier und sechs, ja? Ja? Nee? Tür ist verschlossen, sagst du? Dann muss das doch sechs sein. Auch nicht? Ach komm. Jetzt willst du mich aber hier auf den Arm nehmen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn hier. Aber ich meine, wie... Oh, guck mal, Alter. Ich weiß, ich muss die irgendwie runterlassen. Ich wollte das cheesen, aber... Na, Raphael, der ist einfach schlauer. Der hat auf jeden Fall an alles gedacht. Oh, guck mal hier. Ist irgendwas dahinter. Warte. Ich leg's frei. Warte, ich hab's leider zugebaut. Passiert mir öfters. In der Freilich. Warum habe ich denn so eine Advanced Technologies in so einer Hütte? Ich habe nicht mal richtige Wände. Leiterschaltern im Kleiderschrank, Alter. Oh, guck mal hier. Dachboden. Die Schränke passen hier nicht mal rein. Wie hast denn du die überhaupt hierher gekriegt? Hier rauf. Der hat das Dach danach angebaut. Nachdem er diese Bücherregale hier reingestellt hat. Das Haus wurde um die drumherum errichtet. Die waren früher hier. Das ist wie so ein Naturschutzgebiet, wo man da noch irgendwie Indianer findet oder so. Die kannst du auch nicht einfach wegschicken. Hier ist doch bestimmt irgendwas dahinter. Ja, habe ich doch gesehen. Ach nee, jetzt brauchen wir noch eine Axt oder was? Oh nee, brauchen wir nicht. Was war das? Was haben wir denn hier jetzt Feines, hä? Kerzenman zündet die hier immer an. Der war schon über. Der kennt die ganzen Schleichwege, Mann. Was? Warum ist hier eine Ratte? Ah, ich frage mich, durch welches Loch die gekommen ist. Gibt da nicht allzu viele. Aber hier liegt ein Tape. Not play! Alles klar, dann weiß ich ja sofort, was ich damit mache. Ich meine, wir haben sowieso heute nichts anderes vor. Kann ich hier raus? Warte mal. Warte. Ich möchte es eigentlich nicht kaputt machen, aber... Auf so einer Betoninsel, da steckt die Liebe richtig im Detail. Na, du wirst ganz sicher nicht weggehen, wenn ich jetzt auf dich zukomme oder mich anschreien, ne? Oh, oh. Leute, es ist spooky. Es hat mich quasi richtig verspookt. Können wir das jetzt da reinschieben oder was? Ja. Was denn? Die Taschenlampe? Ich verstehe dieses Rätsel echt nicht. Oh, okay, und jetzt? Jetzt sagen wir, was da drauf ist, ja. Ach so, ich muss... Ach, meine Güte, Alter. Play. So, komm ran jetzt. Ich frag mich, welcher Horrorfilm aus dem Jahr 2003 das wohl zeigen könnte. Warte mal, da sind die Codes versteckt. Drei... Au! Acht! Was ist das dumm? Oh, I! Raphael, Alter! Und da war eine 5, das war kräftig würzig hier unterwegs. Was hat dich denn geritten? Hat irgendwer an dein Müsli gepinkelt heute früh oder was? Mein Herr, übertreibt. Warte mal, was waren das jetzt für Zahlen? Ach nein. Was? Was ist denn? Ich hab's nicht gesehen, sorry. Mach das nochmal. Warte mal, ich komm nochmal rein. Moment. So? Jetzt klinge nochmal. Komm, gib dir Mühe. Wir ziehen das durch. Ich erschreck mich auch. Versprochen. Warte. Nee. Ach, jetzt hat sie keine Lust mehr. Och, ich bitte dich. Schade eigentlich. Oh, 385 oder was? Ja, genau, das war richtig. Was ist das jetzt hier für ein Raum? Mein Schlafzimmer? Ich stelle am besten keine Fragen mehr. Ach, die Symbole. Ach Mensch. Schelm, wer böses Ding. Alles klar. Swastika, Dreiecke und Kreise. Warte, das gucken wir uns gleich an. Wir machen das jetzt erstmal fertig. Nee, es geht noch. Ich habe nur eine leichte Synapsenüberreizung, aber es geht mir noch gut. So. Swastika. Dreiecke, Kreise. Wie im Kindergarten. Sehr schön. Oh, diese geheimen Symbole. Stellt euch das mal nur kurz vor. Einfach, damit wir es im Kopf kriegen und so ein wenig nachvollziehen können. Nur so ein ganz kleines bisschen. Du schließt irgendwas in deinem eigenen Haus ab.
steckst es in ein Schmuckkästchen, hängst davor ein Schloss mit so Symbolen, die du dir mit so einem Stift auf dem Papier schmierst, legst es in dein Schlafzimmer, schließt dieses Schlafzimmer ab und setzt dich dann an deinen Windows Movie Maker, editierst irgendwelche random Zahlen in so ein blödes spooky Video rein, was du auf den Dachboden platzierst und freust dich einfach des Lebens, Alter. Das ist schon eine Kulturleistung. So weit mit sich was anfangen zu können, Alter. Der hat richtig Bock drauf, sich die Quarantäne hier schön entspannt zu vertreiben, oder? Was für ein saudummer Schwachsinn das schon wieder ist. Okay, was ist denn mal hier? Ah, schon wieder der Blutbeutel. Na klar, der muss natürlich auch kommen. So, warte mal, wir haben jetzt den Schlüssel gefunden für diese andere Tür. Höchstwahrscheinlich, oder? Die hier an der sogenannten Küche oder was auch immer. Nee, das ist es noch nicht. Okay, dann war das irgendwas anderes. Vielleicht eine Schublade von dieser Kommode da oder keine Ahnung. Oh, warte. Na klar. Guck mal. Mein Betthupferl. Der kleine Mitternachtssnack, ja? Wenn der Hunger kommt. Ja, da wird richtig einer weggezutscht, der sage ich euch. Aber hier ist jetzt ein Schlüssel dahinter, oder was? Ich glaub das nicht, oder? Vor allem AB positiv, ja. Von B negativ kriege ich immer richtig Durchfall, Alter. Die mag ich nicht mehr. Wer denkt sich das aus? Ich glaube das nicht. Aber jetzt haben wir aber den Schlüssel für diese Tür. Auch wenn da kein Schlüsselloch ist. Wir ignorieren mal die unwichtigen Details, ja. Ja, wer braucht schon Physik? Ach, guck mal hier. Fachgerecht abgedichtet, Alter. Kein laues Lüftchen wird mir mehr ums Schnäuzchen wehen, das sage ich euch. Halt dein Maul. Komm, versuch's gar nicht erst. Ach, das ist noch ein Schloss. Was soll das? Ach, hier, okay. Die kreativen Ergüsse meines dreijährigen Cousins. Normale Zahlen wären doch einfach zu langweilig gewesen. Das musste man schon so ein bisschen subtiler verpacken, weißt du? Was mache ich hier? Ach, nein. Nein, oder? Der Geheimgang zu meinem Keller. Wahrscheinlich ein Brunnen, oder? Na klar. Ah, keine Ahnung, da hat jemand richtig Beton reingegossen, Alter. Absolut kein Problem mehr. Was haben wir... No. No. Use headphones. Ach was, das Spiel hat Sound? Mama, ja? Oh nein, oh nein. What? Ach komm! Oh, Alter! Das Ding geht nicht tot. Es funktioniert nicht. Ach was? Ich muss das Tape zerstören. Bitte was? Warum blutet das Tape? Was? Der Dude hat sie einfach nicht mehr alle. Ist das dumm? Es ist einfach nur dämlich. I'm sorry, was? Use headphones! Oh ja, ist klar. Aber das war's! Was? Ist doch so klasse, also. Ist einfach genial. Das war. Zu keiner Sekunde habe ich. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt. Uwe, er tut es schon wieder.